Freiwillige Helfer, Förster und Politiker laufen zu dem Ort, wo das Trient traurige Berühmtheit erlangt hat. Im 2010 hat hier ein Brand gewütet. Glücklicherweise waren vorher hier schon Freiwillige am Arbeiten. Wenn etwas passiert, wie der Brand, und man nicht dazukommt, dann ist passiert mit dem Wald. Wenn wir da die Erschliessung nicht hätten, bereits einen Teil erschlossen, hätten wir das Feuer nie mögen heben, dann wäre der Brand bis auf die Almoren auf Obwald. Das abbrennte Gebiet wird wieder aufgeforstet. Wie die vielen Freiwilligen packt heute auch der Regierungsrat Mario Cavicelli mit an. Schon seit einem Vierteljahrhundert sorgt sich das Bergwaldprojekt um die Wälder. Schutzwälder sind für den Kanton Graubünden und überhaupt für Gebirgskantone existenziell wichtig. Ungefähr 50% unserer Siedlungen, also Dörfer, Fraktionen, werden vom Schutzwald beschützt. Und über 50% der Erschliessungswege, also Schienen oder Strasse, werden auch durch Schutzwälder geschützt. Also hätten wir keine Schutzwälder, wäre die Besiedlungsstruktur vom Kanton Graubünden, wie sie wir heute haben, nicht möglich. Die vielen Freiwilligen aus aller Welt werden von Profis wie dem Förster Christian Maler begleitet. Er hat schon allerhand erlebt. Also ich denke, wenn einer freiwillig hierher kommt, hat er schon eine gute Voraussetzung zum Arbeiten. Und ich sehe, meistens sind aufgestellte Leute. Mit den Jugendlichen ist es ein bisschen anders. Die müssen nicht einmal kommen und fluchen und tun. Aber wir haben eine Klasse von Walliseln und da haben die Trainer gehabt, am Freitag, wo sie abgereist sind. Und das ist auch eine schöne Sache. Bei einem Apero tauscht man sich über die vielen Erlebnisse aus. Mit dem Projekt ist man mittlerweile in 6 Ländern vertreten. 30'000 Freiwillige haben sich bisher schon für den Wald engagiert.